Und in dem geht's heute um Richard Hülsenbeck, und der war vieles in seinem Leben. Er war Lyriker, Erzähler, Essayist, Dramatiker, er war Arzt und Psychoanalytiker. Berühmt geworden ist Richard Hülsenbeck allerdings als Dadaist. Er war nämlich Mitbegründer und Chronist des Dadaismus. Heute vor 50 Jahren ist er gestorben, und Axel Rowohlt erinnert an ihn und freut sich erstmal darüber, ein Gedicht erklingen lassen zu können. Wann haben wir in dieser herrlichen Sendereihe schon mal Gelegenheit, ein Gedicht vorzutragen? Heute. Ao, uo, hatschk, hahaha, ae, i, ue, dr, bn, hihihi. Alles klar? Na, sehen Sie. Richard Hülsenbeck deklamierte ein eigenes Werk, Chorus Sanctus, ein Lautgedicht, exemplarisch für die Kunst der Dadaisten. Ich bin ja so oft gefragt worden, was der Dadaismus bedeutete. Dada bedeutet nichts. Wir waren alle Feinde der organisierten Vernunft. Und Freunde einer unerhörten Kunst, veranstaltet im Cabaret Voltaire in Zürich. Das Ganze im Jahr 1916, als Pazifisten und Kriegsdienstverweigerer wie Hülsenbeck Grund genug haben, sich zu erheben. Die Revolte gegen die Morderei des Ersten Weltkrieges war der moralische Aufstand von einigen Menschen, die dann später den Dadaismus gründeten. Anfangs spielt man durchaus moderne, aber gängige Musik, Rachmaninow etwa. Wohl um das Publikum im Kabarett nicht sofort zu verstören. Aber Richard Hülsenbeck hat anderes im Sinn. Geboren in der hessischen Provinz, im Ruhrgebiet aufgewachsen, geprägt von der Literatur. Antikes, Dante, Heine. Getrieben vom Drang, laut und nassforsch Antikunst zu etablieren und die alte monarchistische imperiale Kultur zu zerschlagen. Wir glaubten nicht, dass die Kunst irgendwie in ihren ethischen Prinzipien jemals dazu beitragen könnte, sagen wir mal, den Kaiser zu entfernen oder den Krieg zu beenden. Hülsenbecks neue Dada-Kultur wendet sich im Krieg gegen den Krieg. Skandalös. Wenn das Spiel gemacht ist, wandern die Flöhe aus. Dann ist das Land leer, viel mehr Menschen müssen verhungern. Noch während des Krieges geht Hülsenbeck nach Berlin, etabliert auch hier eine Dada-Szene, von der er sich aber auch schnell wieder entfernt. Er hatte inzwischen nicht nur mit Dada provoziert, sondern auch in Medizin promoviert. Nun praktiziert er als Psychiater und Analytiker. Das geht so lange gut, bis Hitler an die Macht kommt. Ich kriegte jeden Tag merkwürdige Telefonanrufe. Die fragten, ob ich derselbe Mann sei, der damals den Dadaismus in Zürich gegründet hätte und zu gleicher Zeit der Arzt, mit dem sie sprechen. Meine Frau nahm meistens die Gespräche ab und hinterher brach sie in Weinen aus, weil sie natürlich verstand, woher diese Gespräche kamen. Es war der Versuch der Gestapo herauszufinden, wer ich wirklich sei. Die Nazis hätten ihn ins KZ gesteckt, wäre er nicht mit seiner Frau in letzter Minute ins Exil in die USA gegangen. Auch hier arbeitet er als Arzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg besucht er Europa immer wieder und übersiedelt 1970 in die Schweiz. Zeitlebens hat ihn beides beschäftigt, Dadaismus und Psychiatrie. Die Brücke ist die Tatsache, dass ich in meinem Herzen wesentlich ein Humanist bin. Gestorben ist der Arzt und Dada-Pionier Richard Hülsenbeck heute vor 50 Jahren. Ei, 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 u, i, e, oben, brr, li, 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 o, lil, a, a, ei, bus, bum, leiomen. Haben wir ihn nochmal gehört, Richard Hülsenbeck. Axel Rowohlt hat an ihn erinnert, an ihn, den Mitbegründer des Dadaismus.